Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video über die Embryologie. Wir schauen uns an, wie ein Mensch entsteht, und falls Sie Fragen haben, können Sie diese gerne auf Facebook stellen, oder wenn Sie alle Videos kategorisiert sehen wollen, dann können Sie dies auf mednachhilfe.blogspot.com machen. Danke für eure Unterstützung und wir fangen gerade an mit der ersten Frage. Ja, wie oder wer entscheidet, ob wir ein Mann oder eine Frau werden? Und Sie wissen vermutlich schon, dass die Frau, die hat ein XX-Chromosomenpaar am Schluss und der Mann ein XY. Und das ist auch richtig so. Und wir schauen uns jetzt ein weiteres, oder das erste Bild mal an. Sie sehen hier die Eizelle, die gerade befruchtet wird. Die Eizelle ist riesengroß, relativ zur Samenzelle, wenn Sie das so anschauen. Und ich habe hier mit Pfeilen hingeschrieben, dass die Eizelle ein X hat und die Samenzelle ein X oder Y. Und Sie müssen sich ja vorstellen, dass diese Zellen, wenn sie fusionieren, müssen sie eine gesunde Zelle machen oder einen gesunden Menschen produzieren schlussendlich. Wenn Sie sich vorstellen, dass alle Körperzellen in unserem Körper 46 Chromosomen haben und wenn wir solche Zellen zusammen fusionieren würden, hätten wir dann plötzlich das Doppelte an Chromosomen, nämlich 92 statt 46 Chromosomen. Und das wäre mit dem Leben nicht vereinbarungsfähig. Und daher gibt es spezielle Zellen wie die Eizelle oder Spermienzelle, die nennt man Keimzellen, welche so konfiguriert sind, dass sie nach der Fusion oder nach der Befruchtung zusammen eine gesunde Zelle produzieren können. Wenn Sie den Chromosomensatz einer Eizelle anschauen oder einer Spermienzelle, dann haben die statt 46 Chromosomen die Hälfte nur, nämlich nur 23 Chromosomen, sodass, wenn eine Samenzelle und eine Eizelle zusammen fusionieren, schlussendlich eine neue Zelle entsteht, die 46 Chromosomen hat. Und daher hat die Eizelle, die kommt immer nur mit einem X-Chromosom. Also die hat nicht XX oder XY, sondern die hat nur X, weil sie eben gekürzt worden ist in ihrem Chromosomensatz. Dieser Prozess, in dem die Zellen eben so speziell gemacht werden, in dem die Zellen eben um ihren Chromosomensatz reduziert werden, nennt man Meiose. Auf diese kommen wir dann noch zu sprechen. Die Eizelle bringt immer nur ein X mit. Die Eizelle hat nie ein Y. Und die Samenzelle auf der anderen Seite, die kann entweder ein X-Chromosom mitnehmen oder ein Y-Chromosom. Das bedeutet, wenn jetzt eine Samenzelle kommt, welche ein X-Chromosom hat, kann die mit der Eizelle fusionieren und einen neuen Menschen entstehen lassen, der ein X und ein X hat, also eine Frau. Wenn aber hingegen eine andere Samenzelle kommt, die ein Y mitbringt, dann kreieren wir dann ein XY-Chromosom. Menschen, das wäre dann ein Mann. Jetzt müssen wir uns fragen, ja, was ist denn so speziell an diesem Y-Chromosom? Wieso gibt es, wenn es Y hat, einen Mann? Und wieso, wenn es 2X hat, eine Frau? Grundsätzlich müssen Sie wissen, dass Sie so konfiguriert sind, dass wir eine Frau werden. Also alle neuen befruchteten Eizellen haben die Tendenz, eben eine Frau zu werden, und es braucht gewisse Gegenmechanismen, dass man trotzdem ein Mann werden kann. Ein Mann zu werden ist eigentlich eine Anomalie. Wenn wir jetzt schauen, also noch ein wichtiger Schlusspunkt, eben diese Samenzelle, die entscheidet, ob eben ein Mann oder eine Frau entsteht. Wenn ein X kommt, dann gibt das eine Frau, und wenn die Samenzelle ein Y hat, dann gibt das Ganze einen Mann. Schauen wir uns mal das Y-Chromosom etwas genauer an. Sie sehen hier das Y-Chromosom mit dem kurzen Arm und dem langen Arm. Wenn Sie daneben das X-Chromosom daneben stellen würden, dann wäre dieses Y-Chromosom deutlich kleiner. Und es gibt jetzt hier auf diesem langen Arm des Y-Chromosoms eine Stelle, die heißt SRY, SRY oder Sex Determining Region of the Y-Chromosome. Das ist eine spezielle Region auf dem Chromosom, und die Chromosomen sind ja grundsätzlich gut verpackte DNA.
also unsere Erbsubstanz. Und die Erbsubstanz, die DNA, die kodiert ja für Proteine. Also die DNA, wenn man die DNA transkribiert, dann gibt es eine RNA. Und wenn man die RNA translatiert, ergibt das Protein. Und diese Region, welche für ein Protein kodiert, heißt eben SRY. Diese Region macht dann, dass wir ein Protein bauen, welches Testis Determining Factor heißt. Dieses Protein wird nicht beim X-Chromosom produziert. Also das X-Chromosom hat diese SRY-Stelle nicht. Das heißt, das wird nur dann produziert, wenn wir ein Y-Chromosom haben. Was macht dieses Testes Determining Factor Protein? Testes bedeutet Hoden. Und dieses Protein macht, dass wir Hoden entwickeln. Und Sie sehen hier eine Darstellung des Hodens. Das sind keine menschlichen Hoden, sondern Hoden eines Katers. Aber grundsätzlich ist das ja das Gleiche. Durch diesen Testes Determining Factor produzieren wir diese Hoden. Und wenn wir diese Hoden mal etwas genauer ansehen, dann sehen Sie hier gewisse Areale, die sehen so aus, und Areale dazwischen, die anders aussehen. Also diese Areale und diese Areale, das sind Areale, wo die Samenzellen dann produziert werden, schlussendlich. Und in den Arealen dazwischen gibt es Zellen, die heißen Leydigzellen. Diese Leydigzellen, die produzieren Testosteron. Also die Leydigzellen, die gibt es eben bei der Frau nicht, weil die Frauen eben keine Hoden haben. Und diese Leydigzellen, die produzieren Testosteron und auch ein anderes, ein Derivat des Testosterons, ein Dihydrotestosteron. Und Testosteron ist das männliche Geschlechtshormon. Das bedeutet, dass wenn Testosteron da ist, die männliche Statur, männliche Geschlechtsmerkmale angenommen werden. Und das alles wird nicht passieren, wenn wir keine Hoden entwickeln, und diese Hoden werden sich nicht entwickeln, wenn wir dieses Y-Chromosom nicht haben. Das ist so der Kernpunkt dieser Message. Auf der anderen Seite haben wir auch gesagt, dass eben wir schlussendlich so konfiguriert sind, dass wir eine Frau werden, und wenn wir nur das machen würden, nur Testosteron produzieren würden, würden wir männliche und weibliche Geschlechtsmerkmale produzieren, und das wollen wir ja nicht. Daher gibt es in den Hoden noch andere Zellen, die sich jetzt hier befinden, nicht mehr dort, wo die Leydigzellen sich befindet haben, sondern hier in dieser Region, wo die Samenzellen auch produziert werden. Das sind die sogenannten Sertoli-Zellen. Diese Sertoli-Zellen, die stützen auch die Samenzellen dann. Aber diese Sertoli-Zellen, die produzieren ein Hormon, das heißt Anti-Müller-Hormon, AMF, und das ist eben dafür da, dass die weiblichen Geschlechtsmerkmale nicht gemacht werden schlussendlich. Also relativ viele Sachen, die passieren müssen, damit ein Mann entsteht. Wenn all das nicht passiert, also wenn dieses ganze Y-Chromosom gar nicht erst da ist, dann passieren diese Dinge auch nicht und es gibt automatisch eine Frau. Nun, wenn wir jetzt schauen, was eigentlich in den Hoden passiert und in den Eierstöcken bei der Frau, das sind eigentlich die Organe, wo diese Zellen produziert werden, die wir ganz am Anfang angeschaut haben. Die Frauen, die produzieren die Eizellen in den Eierstöcken und die Männer, die produzieren die Spermien in den Hoden. Und wir haben auch gesagt, dass sie eben speziell konfiguriert werden müssen, damit sie fusionieren können. Sie brauchen also die Hälfte des Chromosomensatzes, damit sie fusionieren können und ein neuer, gesunder Organismus entstehen kann. Und dieser Prozess nennt man Meiose, und das werden wir jetzt zusammen anschauen. Die Meiose ist eine spezielle Art der Zellteilung, das nicht ganz gleich ist wie die Mitose. Die Meiose findet nur in diesen Keimzellen statt, also nur bei den Samenzellen und bei den Eizellen. Und alle anderen Körperzellen, die machen nicht mehr Meiose, sondern die machen Mitose. Das ist die normale Zellteilung, wobei dort eben aus einer Mutterzelle zwei identische Tochterzellen entstehen. Fangen wir mal an mit einer grafischen Darstellung. Sie sehen hier grundsätzlich, das da hier ist die erste Reifeteilung und das da hier ist die zweite Reifeteilung. Es gibt also zwei Teilungen bei der Meiose, nicht nur eine wie bei der Mitose. Und Sie sehen, dass aus einer Zelle schlussendlich vier neue Zellen entstehen. Also zweimal teilen ergibt ja schlussendlich vier.
Und wenn Sie die Hoden anschauen oder die Eierstöcke anschauen, dann gibt es dort gewisse Zellen, die heißen Spermatogonien bei den Männern und bei den Frauen gibt es die Oogonien. Das sind so die ersten Vorläufer der Spermien bzw. der Eizellen. Und diese Spermatogonien oder Oogonien, die sind so normal konfiguriert wie jede andere Körperzelle auch. Die haben 46 Chromosomen. Und jeweils ein Chromosom vom Vater zum Beispiel, die roten mal vom Vater und die blauen von der Mutter, also 2N, die sind diploid. Wir können solche Zellen nicht fusionieren, also wenn man eine Spermatogonie und eine Oogonie fusionieren will, dann geht das natürlich nicht, weil wir dann plötzlich 92 Chromosomen hätten und das geht nicht. Wir brauchen solche Zellen, die nur noch 23 Chromosomen haben. Fangen wir am besten beim Mann an. Es gibt gewisse Unterschiede bei der Meiose zwischen Mann und Frau. Und wir schauen uns den Mann an, weil der einfacher zu verstehen ist. Die Spermatogonie, die bleibt eine Spermatogonie bis zur Pubertät. Ab der Pubertät, also vorher lebt sie einfach und ja, macht nicht sehr viel. Aber während der Pubertät, wenn die Hormone verrückt spielen, dann gibt es gewisse Hormone, die schlussendlich diese Zellen so weit bringen, dass sie sich transformieren zu sogenannten primären Spermatozyten. Und dieser Prozess, der findet von der Pubertät bis in den Tod statt, also bis zum Tod. Und also dieser ganze Prozess, diese Meiose, fängt in der Pubertät an und hört eigentlich nie auf. Diese primären Spermatozyten, die sind etwas anders. Sie sehen da schon etwa einige Unterschiede. Die haben hier ihre Gensubstanz eigentlich verdoppelt, könnte man sagen. Wenn das das Original war, und wenn das da hier das Original war, dann ist das da unten einfach die Kopie des Originals. Und das ist eigentlich das genau gleiche wie das Original. Das ist wirklich eine Kopie. Wenn wir dieses X mal etwas genauer anschauen hier, dann sehen Sie, wenn das zum Beispiel das Original war, das wäre zum Beispiel hier, wenn das das Original war, dann ist das da hier die Kopie. Und diese zwei, die nennt man dann Chromatiden. Und also eigentlich auch Schwesterchromatiden, wenn sie zusammengehören, aber wenn sie sich so verdoppelt haben, nennt man diese Chromosomen dann Chromatiden. Und diese Schwesterchromatiden, die sind hier im Zentromer miteinander verbunden. Dieses Zentromer ist nicht ganz in der Mitte, daher ergibt sich dann ein kurzer Arm und ein langer Arm. Der kurze Arm nennt man manchmal auch P und der kurze Arm Q. Okay. Wenn das passiert ist, gehen diese Zellen in die erste Reifeteilung, also sie teilen sich. Und Sie sehen, wie sie sich teilen. Also sie teilen sich nicht im Zentromer wie bei der Mitose, sondern sie teilen einfach die Chromosomen auf. So dass schlussendlich, wenn das Chromosom des Vaters war, dieses Chromosom auf eine Seite geschoben wurde und dieses Chromosom der Mutter auf die andere Zelle verschoben wurde. Und dann entstehen sogenannte sekundäre Spermatozyten. Also zuerst primär, dann sekundär. Und diese sekundären Spermatozyten, die haben jetzt nur noch 23 Chromosome, weil sie sich ja geteilt haben. Aber sie sind immer noch 2N, also sie haben immer noch zweimal die Geninformation drauf. Also sie haben immer noch einen Arm, welcher das Original war, und der andere Arm die Kopie. Daher sind sie immer noch sogenannt diploid. Diese nennt man Tetraploid, weil sie die vierfache Geninformation haben, nämlich da einmal vom Vater, also zweimal vom Vater, das da hier und das da hier und zweimal von der Mutter, das da hier und das da hier. Hier waren sie diploid, das bedeutet, sie haben einmal die Information vom Vater und einmal die Information von der Mutter. Das nennt man diploid. Also diploid, dann nennen sie Tetraploid und dann wieder diploid. Aber speziell diploid, nämlich nicht so wie eine normale Zelle, sondern sie haben nur noch 23 Chromosomen. Jetzt sehen Sie auch hier noch spezielle Sachen, die geschehen sind. Dieser Sekundärspermatozyt, der hat nicht ein normales Chromosom, also das ursprüngliche Chromosom, oder die Chromatiden, sollte ich besser sagen,
sondern hat auch einen Teil der Mutter übernommen. Also das Blaue hier war von der Mutter und das Rote ist jetzt vom Vater, die wurden ausgetauscht. Das nennt man Crossing Over, was auch wichtig ist, schlussendlich auch für die Evolution wichtig ist und damit möglichst gesunde Nachkommen können. Dieser sekundäre Spermatozyt geht dann weiter, also beide Spermatozyten gehen dann weiter und teilen sich das zweite Mal in der zweiten Reifeteilung, wobei sie sich hier im Zentromer teilen und es ergibt dann vier neue Zellen, welche immer noch 23 Chromosomen haben, aber nur noch die einfache Anzahl an Genen. Also die haben dann hier sich getrennt. Und das passiert eben von Pubertät bis Tod eigentlich ständig. Gut, und bei der Frau ist das Ganze etwas kompliziert. Bei der Frau ist es so, haben wir nicht Spermatogonien, sondern Oogonien. Diese Oogonien sind auch 46, die haben auch 46 Chromosomen und haben die zweifache Anzahl an Genen, also einmal vom Vater und einmal von der Mutter, sind also diploid. Bei denen fängt das nicht erst bei der Pubertät an, sondern das fängt schon im fünften Schwangerschaftsmonat an. Bis zur Geburt machen sie diesen ersten Schritt. Also vom fünften bis in den neunten Schwangerschaftsmonat machen sie diese Transformation von Oogonie zum primären Oozyt. Und dieser primäre Oozyt, der ist dann schon ein bisschen in der ersten Reifeteilung drin, nämlich in der Prophase 1. 1 bedeutet einfach von der Meiose 1. Also Prophase ist ja eigentlich die erste Phase schlussendlich der Reifeteilung. Also grob gesagt, nicht ganz korrekt, aber einfach das ist so die erste Phase. Und also diese primäre Oozyt ist schon fast in der ersten Reifeteilung. Und das nennt man dann Dictyotherm. Das ist so eine Ruhephase, wo sie sich befinden. Diese primären Oozyten sind sich so halb am Vorbereiten für eine Reifeteilung, sind per se eigentlich in der Meiose 1, aber sind dort in einer sogenannten Ruhephase, das nennt man dann Dictyotherm. Die bleiben dann im Dictyotherm, diese primären Oozyten, also sie haben dann keine Oogonien mehr. Hingegen beim Mann hat es ja noch Spermatogonien bis zur Pubertät und auch noch weiter. Aber bei der Frau ist das einfach so, primäre Oozyte weg, sorry, Oogonien weg und primäre Oozyte da seit Geburt. Also die haben da schon ein bisschen Vorsprung. Danach haben die auch eine Ruhepause, eben dieses Dictyotherm bis zur Pubertät. Dann haben sie in ihren Eierstöcken primäre Oozyten. Und von dort an, wenn die Pubertät kommt, haben sie von der Pubertät bis zu den Wechseljahren machen sie schlussendlich diese Reifeteilungen durch. Aber nicht ganz durch wie beim Mann, sondern wieder etwas komplizierter. Ab der Pubertät werden aus einigen von diesen primären Oozyten jeden Monat gelangen dann in diesen Kreislauf hinein. Nicht in diesen Kreislauf, sorry, das ist ein kompletter Quatsch, das ist ja kein Kreislauf. Aber so 10 bis 15 von diesen primären Oozyten gehen dann weiter und versuchen befruchtet zu werden. Und daher machen sie, durch diese hormonellen Veränderungen werden diese primären Oozyten gehen die erste Reifeteilung durch, genau gleich wie beim Mann. Da haben sie auch ein Crossing Over und entwickeln einen sekundären Oozyt. Was bei den Frauen noch speziell ist, sie kriegen einen großen Oozyt und der andere Oozyt, der ist ganz klein, hat wenig Zytoplasma und stirbt dann später ab. Das komme ich dann noch. Bleiben wir beim Thema. Der sekundäre Oozyt, der geht dann auch noch in die zweite Reifeteilung ein, aber teilt sich noch nicht, sondern verharrt in der Metaphase 2, also in der zweiten Reifeteilung in der Metaphase. Und wird, wenn er genug stark ist, wenn er ein grafischer Follikel ist, wird er ovuliert, also hat er einen Eisprung. Nur diese Zelle hat dann einen Eisprung. Und die ist in der Metaphase 2, bleibt dort in der Metaphase 2, wenn sie nicht befruchtet wird und wird ausgestoßen. Wenn sie befruchtet wird, macht sie die letzte Reifeteilung vollständig durch und wird zum Ovum. Also zur Eizelle, erst dann.
Da ist eigentlich das gleiche Prinzip bei dieser Reifverteilung hier, dass eine Zelle das Zytoplasma bekommt und die andere Zelle praktisch kein Zytoplasma und die zweite Zelle, die stirbt ab und wird zu einem sogenannten Polkörper. Es bleibt also eine Eizelle übrig. Also von einer Zelle entsteht eigentlich eine Zelle und nicht vier Zellen. Die anderen drei, die sterben ab. Auf das komme ich noch gleich, die nennt man dann Polkörper. Und wenn das Ovum dann das Ovum, das hat 23 Chromosomen und ist haploid, wenn das jetzt befruchtet wird und von einem Spermium und jetzt 46 Chromosomen und diploid wird, dann nennt man das Zygote, also eine befruchtete Eizelle schlussendlich, das nennt man dann Zygote. Also hier noch zu dem, was ich vorher gesagt habe, das da hier ist der Mann und das da hier ist die Frau. Und Sie sehen, beim Mann ergibt sich jeweils aus einer Spermatozyten, also einer primären Spermatozyten, ergeben sich vier Spermien schlussendlich. Bei der Frau ist das anders. Bei der ersten Reifverteilung ergibt sich aus einer Oozyte zwei, aber die viel größer ist als die andere, die ist etwas kleiner als die, vielleicht sehen Sie das. Und die stirbt dann später ab. Diese sekundäre Oozyte, die bleibt in der Metaphase 2, haben wir gesagt, bis sie befruchtet wird. Wenn sie nicht befruchtet wird, wird sie einfach ausgestoßen und hat die Meiose nie fertig gebracht. Wenn sie das zweite Mal sich teilt, passiert eigentlich das gleiche wie hier oben, sodass eine Zelle eigentlich groß bleibt und die andere Zelle abstirbt. Und diese drei Zellen, die da übrig bleiben, also von diesen also eigentlich die wenig Zytoplasma haben, die nennt man Polkörperchen. Also von einer primären Oozyte entsteht eigentlich eine Eizelle, beim Mann ist es unterschiedlich, entstehen aus einer primären Spermatozyte vier Spermien. Das ist ein weiterer Unterschied. Also Sie sehen die Unterschiede, zum einen eben genau das ist ein Unterschied. Das zweite ist das Timing, dass eben die Frauen schon ein anderes Timing haben als beim Mann. Der Mann ist relativ einfach zu verstehen, bei der Frau ist das sehr kompliziert. Die gehen von einer Oogonie, werden die zum primären Oozyten, vom fünften Schwangerschaftsmonat bis zur Geburt an, verharren dann dort im Dictyotan, in der Prophase 1. Und in jedem Zyklus gehen dann einzelne von diesen primären Oozyten, gehen dann weiter zur Metaphase 2 und verharren dort. Und wenn sie Glück haben, befruchtet werden, können Sie noch die Meiose 2 fertig machen und werden zum Ovum und schlussendlich zur Zygote. Aber das ist alles sehr, sehr. Beim Mann werden alle Spermien einfach so. Und die werden so, aber bei der Frau werden die wenigsten zum Ovum. Und das ist auch ein weiterer Unterschied. Und Sie sehen, schlussendlich haben Sie Keimzellen, die 23 Chromosomen haben und haploid sind. Und wenn sie fusionieren, ergibt das wieder eine normale Konfiguration einer Körperzelle, die wir dann brauchen können. Genau. Gut. Also dann machen wir weiter bei der Befruchtung und bei der Implantation. Die Implantation, das ist die Einnistung eigentlich, dort wo die befruchtete Eizelle sich in der Gebärmutterschleimhaut sich einnistet. Die Befruchtung, das Bild haben wir schon gesehen. Und das findet eigentlich in der ersten Woche statt, das da hier. Das ist die erste Schwangerschaftswoche. Und hier sehen Sie so eine schematische Darstellung. Das da hier wäre die Gebärmutter, das da hier ist die Tube, also der Eileiter, und das da hier sind die Eierstöcke. Das ist jetzt einfach auf einer Seite. Es kommt dann noch ein Video über die Geschlechtsorgane. Da sehen Sie das dann. Auf jeden Fall sehen Sie, dass hier diese primären Oozyten, die sind hier drin. Und diese primären Oozyten, die werden dann pro Zyklus werden ein paar Reifen an. Und der stärkste von denen, der kann dann hier zum Eisprung führen, also zur Ovulation. Der kann dann von den Ovarien hier, von den Eierstöcken in die Eileiter hineindringen und verharren eben dort in der Metaphase 2, wie wir vorher gesagt haben. Diese Tube oder dieser Eileiter, der hat hier so Fimbrien. Das sind so spezielle Strukturen und in diesen
In dieser Tube gibt es bestimmte Zellen, da sieht man so einen Querschnitt von der Tube. Diese Zellen haben hier oben, vielleicht sieht man das, so einen ganz feinen Saum. Dieser Saum, das ist ein Flimmerepithel, welche spezielle Härchen hat, sage ich jetzt mal. Diese Zellen haben so Härchen obendrauf, mit denen sie schlagen können, mit denen sie Moleküle in eine Richtung schlagen können. Und durch das wird wie ein Sog entstehen. Also diese Härchen, die schlagen alle gegen so nach innen, sodass für eine Flüssigkeit hat es dann eine Sogwirkung, dass alles eigentlich hier Richtung Gebärmutter transportiert wird. Und diese Oozyte, also diese sekundäre Oozyte, die in der Metaphase 2 ist, die wird dann hier transportiert Richtung Gebärmutter. Und die Spermien, die Befruchtung, wenn das stattfindet, findet meistens hier in der Tube statt. Und diese Spermien haben bereits einen langen Weg hinter sich. Die kommen von hier unten, da unten wäre die Vagina und da die Gebärmutter, die Spermien, die wandern dann den ganzen Weg hier durch. Und wenn Sie gesehen haben, wie klein diese Spermien sind, dann ist das eine wahnsinnige Route, die Sie da auf sich nehmen. Es findet dann hier die Befruchtung statt, wenn dieses Ovum, also wenn es befruchtet worden ist, wird es zum Ovum und wenn dann das Genmaterial 46 Chromosomen und 2N ist, nennt man das dann Zygote schlussendlich. Und diese Zygote, die wandert dann mit diesem Sog, der durch diese Flimmerepithelien kreiert worden ist, Richtung Gebärmutter. Und das geht alles, Sie sehen hier die Tage, Tag 1, Tag 2, Tag 3, Tag 4, Tag 5, Tag 6 und bis Tag 9. Grundsätzlich sind Sie schon bei Tag 6 hier und nisten sich ein. Sie sehen dann auch, dass mit der Zeit diese Zellen sich teilen. Und das sind jetzt nicht mehr Meiose-Teilungen, sondern das sind jetzt normale Mitose-Teilungen. Nicht ganz normale Mitose, weil bei der normalen Mitose, wenn sich eine Zelle teilt, dann werden die identischen Tochterzellen, die müssen zwischen den mitotischen Teilungen noch wachsen, damit sie wieder die gleiche Größe haben wie die Mutter. Bei diesen Mitosen ist es nicht so, da bleibt das Zellvolumen, also das ganze Zellvolumen gleich. Diese Zellen werden immer wie kleiner, also die Tochterzellen werden einfach kleiner, aber das Volumen der ganzen Sache hier verglichen zu hier ist immer noch gleich. Und Sie sehen, dass das wären 2 Zellen, dann 4 Zellen, dann 8 Zellen und so weiter, 16 Zellen. Und dann nennt man das irgendwann mal Morula. Das ist dann einfach mehrere Zellen, die sich so anordnen. Ab 8 oder ab 16 Zellen dann Morula. Und diese Morula geht dann weiter, wird zu einer Blastozyste. Das komme ich jetzt zu sprechen. Also wenn wir das da hier jetzt anschauen, jetzt wird es ein bisschen komplexer, dann sehen Sie hier, dass da hier ist, sobald sich die ganze Sache vereinigt hat, sobald sich das Spermium mit der Eizelle vereinigt hat, sehen Sie hier die Zygote. Und die Zygote, hier sehen Sie auch noch das Polkörperchen. Und wo entsteht das Polkörperchen? Das ist eben das da hier, was hier entstanden ist. Nach der Befruchtung teilt sich ja diese sekundäre Oozyt schlussendlich nochmals und wird zum Ovum. Und einer von diesen Produkten wird dann zum Polkörper und das andere wird dann zur Zelle. Und dieser Polkörper, der sieht man dann hier noch schweben, das ist eigentlich eine tote Zelle, die dort noch ist. Und danach kommt es zur mitotischen Teilung, das heißt, diese Zellen, die teilen sich immer mehr. Das ist dann einfach diese Station hier, wo sie sich teilen. Und dann mit der Zeit haben diese Zellen untereinander Zellkontakte, nämlich Tight Junctions. Das sind einfach Zellkontakte untereinander. Und mit der Zeit werden Zellen, die eher im Inneren sich befinden, die differenzieren sich und Zellen, die eher außen sich befinden, die differenzieren sich auch. Und wieso ist das jetzt wichtig? Diese Zellen, die jetzt innen sind, die polarisieren sich, also die stellen sich auf eine Seite
Und die Zellen, die außen sind, die geben dann die bilden so eine Art Kugel, das müssen Sie sich immer dreidimensional vorstellen. Und hier dazwischen, das ist Extrazellularflüssigkeit, die sich da bildet von diesen Zellen, die produzieren diese Extrazellularflüssigkeit. Und wenn diese Zellen, also nachdem diese spezielle Struktur produziert worden ist, das nennt man dann eine Blastozyste, also eine Blastozyste, wo die Zellen, eine spezielle Zellart, die ist hier und die anderen Zellarten, die sind so rundherum, das nennt man dann Blastozyste. Die Morula, das sind einfach die Zellen so in einem Haufen eigentlich, das ist die Morula. Aber Sie sehen, dass eben hier sich zwei Zellarten sich entwickeln und dieser Blastozyst, der ist immer noch auf dem Weg von der Tube Richtung Gebärmutter, wo er hier einnisten will. Aber diese Blastozystenformung, die bildet sich schon relativ früh. Hier steht Tag 5, hier ist auch Tag 5, also um den Tag 5 herum entsteht diese Blastozyste. Und diese Zellen, die Sie hier dunkelorange sehen, die nennt man Embryoblasten. Und die gelb hier rundherum sind, das sind die sogenannten Trophoblasten. Und das ist eine sogenannte frühe Blastozyst, nennt man das. Dann kommt eine weitere Station, das ist hier, wo Sie sehen, hier jeweils immer so fein angedeutet, gibt es noch eine weitere Struktur rundherum, da, rundherum. Das ist die Zona oder die Zona pellucida. Das ist eine spezielle Struktur, welche auch wichtig war bei der Fertilisation, auf die gehe ich jetzt nicht weiter hin, aber diese Struktur wird verlassen. Also dieser Blastozyst, der geht raus aus dieser Zona heraus und wird dann zu einem späten Blastozyst. Und diese Reaktion, also das Hinausdrücken dieses Blastozyst aus dieser Grenze hinaus, nennt man Hatching. Hatching. Gut, was passiert dann? Wenn das Hatching passiert ist, kann diese Zelle jetzt hier in die Gebärmutterschleimhaut hineinwachsen. Das ist dann wirklich ein Hineinwachsen. Sie sehen hier, dass diesen Zellen, vor allem diese gelben Zellen, diese Trophoblasten, die fressen sich jetzt hier hinein. Also das da hier, das Rote, das ist die Gebärmutterschleimhaut hier. Das ist eigentlich dieses Stadium hier, wo sich diese Trophoblasten hineinfressen. Und es gibt zwei Arten von Trophoblasten. Es gibt Syncytiotrophoblasten, die produzieren dann, ich habe hier noch hingeschrieben, die produzieren das HCG. Das HCG, das ist das humane Choriongonadotropin. Das ist eigentlich das, was wir beim Schwangerschaftstest nachweisen können. Tag 7 bis 8 können wir dieses HCG bereits nachweisen. Und also sobald eben dieser Syncytiotrophoblast hier hineingewachsen ist. Die zweite Zellart ist der Zytotrophoblast. Das ist eine andere Zellart, die auch noch wichtig ist, aber ich denke, Trophoblast reicht, wenn Sie das kennen. Der Trophoblast, der wächst einfach hinein und produziert oder versucht einen Anschluss zu finden an die Blutgefäße der Mutter. Und Sie sehen, wie sich nachher nach einer gewissen Zeit, nach 2 Tagen, sind diese Zellen jetzt hier drin. Und Sie sehen auch Ausläufer, das ist hier nicht so schön gezeichnet, die Syncytiotrophoblasten, das sind eigentlich zusammengeschmolzene Zellen. Hier sieht man das nicht so gut, aber diese Syncytiotrophoblasten, die fressen sich dann wie sagt man denn, ich weiß nicht wie, die haben dann so Ausläufer in die Gebärmutter hinein. Und diese Ausläufer, die nennt man Villi, und die fressen sich dann in die Blutgefäße der Mutter ein. Und irgendeinmal entsteht dann dort die Plazenta, also schlussendlich entsteht dann die Plazenta daraus. Also die Blutversorgung für diese Zellen, die muss ja irgendeinmal mal stattfinden, weil diese Zellen, die haben kein Blut gesehen bis dahin. Die haben sich immer ernährt von dieser ursprünglichen Eizelle, die da war. Also diese große Eizelle, die hat ständig da die Nahrung geliefert für
diese Zellteilungen und für diese Differenzierungen und so weiter. Also diese Zellen, die brauchen irgendwann mal Nahrung, weil es immer mehr Zellen werden. Und eben diese Syncytiotrophoblasten, die fressen sich hinein, die produzieren so Villi und dazwischen, zwischen den Villi, also zwischen den Ausläufern, entstehen sogenannte Lakunen, dort wo nachher das Blut der Mutter drin ist. Und dieses Blut der Mutter, das vermischt sich nicht mit dem Embryo oder mit dem Föten, das ist immer getrennt. Der Fötus später produziert dann auch Blutgefäße, welche dann dort wie eine Art, ja, die wandert dann in die Villi hinaus und die Blutversorgung der Mutter und die Blutversorgung des Föten, das passiert dann über Diffusion und nicht über, das ist nicht eine Blutvermischung eigentlich. Gut, langes Gelaber jetzt, aber ich möchte jetzt weitergehen. Hier sehen Sie, sobald diese ganze Sache drin ist, entstehen aus diesen Embryoblasten, die wir gehabt haben, entstehen wiederum zwei neue Zellen, nämlich Epiblasten und Hypoblasten. Jetzt haben wir drei Zellarten, die Trophoblasten rundherum, die Hypoblasten und die Epiblasten. Aus den Epiblasten entsteht der Embryo. Aus den Hypoblasten entsteht kein Embryo, aus den Trophoblasten entsteht auch kein Embryo, nur aus den Epiblasten entsteht Embryo. Das ist in der neunten Tag. Und also das Ganze hier passiert in der ersten Woche relativ viel. Die Fertilisation, die Zellteilungen, dann die Differenzierung in Embryoblast und Trophoblast, dann das Hatching, also das Hinausdrücken aus der Zone, das Hineinfressen in die Gebärmutterschleimhaut, das passiert alles in der ersten Woche. Implantation oder Nidation nennt man das auch. Dann in der zweiten Woche eben, wir sind immer noch im gleichen Bild, entstehen eben hier diese zwei Zellarten, die ich angetönt habe, eben der Epiblast und der Hypoblast. Und eben aus dem Epiblast entsteht schlussendlich der Mensch. Das andere macht nichts am Menschen aus eigentlich schlussendlich. Was passiert dann? Sie sehen, dass sich diese Zellarten so anformen. Also die Zellen, die hier unten sind, die formen sich so zusammen. Und die oben sind, die formen sich auch so, also die machen so eine Höhle darin. Und auch rundherum gibt es eine Höhle, das sieht dann so aus. Und diese, das sind der zweischichtige Embryo, könnte man sagen. Diese zwei Zellarten, die kann man auseinandernehmen, die sind nicht miteinander verbunden, außer auf einer Stelle. Das ist die sogenannte Prächordalplatte, das ist eine Stelle an diesem ganzen Ding, nämlich hier irgendwo, das müssen Sie sich dreidimensional vorstellen, dort wo der Mund dann entsteht, das ist die Prächordalplatte und dort sind die Zellen miteinander verbunden. Und wieso ist das wichtig? Diese Zellen, die dort miteinander verbunden sind, die geben die Polarität vor, damit der Embryo dann später sich orientieren kann, wo ist Mund, wo ist Kopf, wo sind die Füße etc. Aber grundsätzlich sind diese Zellen voneinander trennbar. Danach, das ist der zweischichtige Embryo, sage ich mal. Das sind eben die Epiblasten und die Hypoblasten, die zweischichtigen. Danach kommt die dritte Woche, das ist einfach zu merken. In der zweiten Woche sind es zwei Schichten, Epi und Hypoblast, und in der dritten Woche sind es dann drei Schichten. In der dritten Woche passiert etwas Spezielles, nämlich diese Epiblasten, die da oben sind, die wandern hier hinein, und zwar in den Zwischenraum hinein und verdrängen den Hypoblasten hier unten und bilden, also diese Zellen, die da hineinwandern, die bilden neue Strukturen, nämlich drei neue Schichten. Und die unterste Schicht nennt man dann Endoderm, die mittlere Schicht Mesoderm und die oberste Schicht nachher Ektoderm. Und das ist dann dieser dreischichtige Embryo. In der Mitte entsteht die Chorda dorsalis, das ist dann dort, wo schlussendlich auch die Wirbelsäule entsteht. Die Chorda dorsalis, diese Zellen, die produzieren den Nucleus pulposus, das ist in der Bandscheibe. Und diese Chorda dorsalis ist auch wieder eine wichtige Orientierungshilfe für die Zellen, wo sie sich befinden, damit
Schlussendlich der Embryo weiß, ah, dort entsteht dann die Wirbelsäule. Gut, das ist in der dritten Woche, entsteht dieser dreischichtige Embryo. Jetzt Ektoderm, Mesoderm und Endoderm, das sind diese drei Schichten, die kommen aus dem Epiplast, also nicht aus dem Hypoplast, sondern nur aus dem Epiplast. Und diese drei Schichten, die haben dann spezielle Funktionen. Sie sehen hier, das da hier ist so ein Bild. Oben ist das Ektoderm, in der Mitte das Mesoderm und unten das Endoderm. Und das Ektoderm oben, man kann schon sagen, was für Strukturen im Körper, dass die bilden. Es gibt die Ektoderm, das produziert dann eigentlich unsere Außenfläche, nämlich unsere Haut, die Epidermis, dann auch unser Nervensystem, also im Hirn, auch unsere Melanozyten, also das wird alles im Ektoderm, die obere Schicht, produziert. Die unterste Schicht, das Endoderm, das produziert dann nachher den Darm, die Lungenzellen, gewisse Schilddrüsenzellen, Pankreas und so weiter. Das sind nachher die eigentlich Organe, oder nicht Organe, aber die inneren Auskleidungen des Menschen produzieren das Endoderm. Und das Mesoderm, das produziert dann eigentlich der Rest, der dazwischen ist, nämlich zwischen den inneren Höhlen und der Außenwelt entstehen ja die Muskeln, die Blutzellen, die Knochen und so weiter. Das wird dann im Mesoderm gemacht. Ich habe hier keine Liste oder keine Tabelle, das bringt nichts, das können Sie nachlesen, was genau von welchem Layer kommt, das bringt nichts, wenn ich das hier hinunterbete. Genau, gut. Und dann in der vierten Woche, also das da hier, diese Struktur, das ist ja einfach eine große Kugel, die hohl ist und dann ein paar Zelllinien hat, ein paar Zellschichten, aber mehr ist das ja eigentlich nicht. Und damit das Ganze ein Mensch wird, muss sich dieser Embryo falten, damit das Ganze dann menschlicher aussieht. Und da sehen Sie eine Faltung, das ist die laterale Faltung. Und Sie sehen hier oben, das da hier ist das Ektoderm. Dann hier das Gelbe, das ist das Endoderm. Und hier das Rote, hier das ist dann das Mesoderm. Und Sie sehen, wie sich dieser Embryo so faltet und schlussendlich so wird. Und wieso ist das jetzt wichtig? Sie sehen dann diese Höhle da oben, die da entstanden ist. Also die Höhle da oben, die da ist. Diese Höhle bildet dann schlussendlich um diesen ganzen Embryo herum. Das da hier ist dann der Embryo. Das da hier ist dann die Fruchtwasserhöhle schlussendlich. Dort ist dann das Fruchtwasser drin. Also das gehört dann nicht mehr zum Embryo. Aber Sie sehen das Blaue hier, das sich da faltet, das ist das Ektoderm. Und wir haben gesagt, das macht dann die Epidermis aus. Also die äußeren Oberflächen der Haut oder des Körpers. Und Sie sehen, dass das das Ektoderm macht. Und Sie sehen jetzt auch, wieso, dass das so ist. Dass durch diese Faltung wird das Ektoderm rundherum geschnürt. Und dann innen das Gelbe, das Endoderm, produziert dann zum Beispiel die Darmwand hier. Das ist dann der Darmschlauch, der da entsteht. Und dieses Endoderm macht eben die inneren Oberflächen, kleidet dann die inneren Oberflächen aus. Und der Rest, das Mesoderm, das dazwischen ist, zwischen Darm, also zwischen den Körperhöhlen und zwischen den äußeren, zwischen der äußeren Umgebung ist das Mesoderm und dort entstehen die Organe. Ein zweiter Punkt ist noch hier, Sie sehen hier die Einstülpung des Ektoderms. Das da hier ist, das nennt man dann Neurulation und das ist dort, wo nachher das Nervensystem entsteht. Auch wieder vom Ektoderm schlussendlich. Gut, also das ist ein bisschen komplex das Ganze. Ich hoffe, ich kann das hier nochmals ein bisschen erklären. Eben ganz am Anfang haben wir die Fertilisation, dann teilt sich die Zelle, es differenzieren sich zwei Zellarten aus, der Embryoblast hier innen, Embryoblast innen und der Trophoblast außen. Diese ganze Struktur nennt man Morula, diese ganze Struktur nennt man den frühen Blastozysten. Und hier ist es der späte Blastozyst, wenn er das Hatching gemacht hat, also aus dieser Zona Pellucida herausgesprungen ist. Dann in der ersten Woche noch implantiert sich dieser ganze Embryo mit den Trophoblasten.
Und diese Trophoblasten produzieren dann HCG, welche wir als Schwangerschaftstest benutzen können. Dieses HCG sagt dem Hirn auch, hey, es ist eine Schwangerschaft da, mach keine Menstruation. Eigentlich so könnte man es sagen. Dieses HCG lässt dann das Progesteron weiter produzieren, damit die Schwangerschaft aufrechterhalten kann. Danach entstehen zwei Zelllinien aus dem Embryoblast, nämlich der Epi- und der Hypoblast. Und aus dem Epiblasten entstehen dann später in der dritten Woche die drei Zellschichten, das Ektoderm, das Mesoderm und das Endoderm. Aus diesen drei Zellschichten ergeben sich spezifische Organe. Und durch diese Faltung, die wir vorher gesehen haben, mit diesem Bild vielleicht ein bisschen besser, durch diese Faltung ergibt sich dann schon eine gewisse Struktur im Embryo, sodass wir sehen, dass das Ektoderm eben außen gelangt und das Endoderm die inneren Körperhöhlen ausfüllt und das Mesoderm die Organe dazwischen macht, so wie eben das Ektoderm wichtig ist für das Nervensystem. Und danach sehen Sie hier ein bisschen ein paar Bilder, damit Sie sich das vielleicht ein bisschen besser vorstellen können. Sie sehen hier eben nochmals vom Anfang an, dass die Eizelle und hier das Spermium, dass die gerade funktionieren. Und nach der ersten Zellteilung, das ist etwa 30 Stunden nach der Befruchtung, ist die erste Zellteilung, Sie sehen dann zwei Zellen. Und dann mit der Zeit, eben alle 20 Stunden, erfolgt eine weitere Zellteilung. Nach 72 Stunden haben Sie dann ein Blastulat-Stadium. Und diese Zellen, die können als embryonale Stammzellforschung entnommen werden, schlussendlich, ab da. Auch hier eben der Trophoblast, der produziert dann HCG zum Nachweis einer Schwangerschaft. Das war das da hier, das ich da gesagt habe. Wo bin ich da? Das war das da hier, sobald das Syncytiotrophoblast hier in die Gebärmutterschleimhaut hineingedrungen ist. Danach, nach 4 Wochen schlägt das Herz schon. Manche sagen sogar nach 3 Wochen. Das Herz schlägt schon seit dem 21. Tag eigentlich, eben dritte Woche und vierte Woche. Und eben, Sie sehen, das da hier ist dann der Embryo, der in der vierten Woche da ist. Das da hier rundherum, das ist die Plazenta, die sich da entwickelt. Das ist eigentlich der Trophoblast, der die Plazenta produziert. Der Dottersack, der da auch noch zu sehen ist, dieser Dottersack, das ist eigentlich, muss schnell schauen, wo ich das am besten zeigen kann. Das ist hier bei der Faltung, oder hier kann man es besser sehen, bei der Faltung hier, das da hier ist dann der Dottersack des Menschen. Und der ist noch wichtig für die Blutbildung des Embryos, bevor wir schlussendlich aus der Milz oder aus dem Knochenmark selber Blut herstellen können. Dann 5. bis 6. Schwangerschaftswoche sehen Sie schon die knorpelige Wirbelsäule ein bisschen angedeutet. Ab der 6. Woche sehen Sie dann die Arm- und Beinknospen, die da, also so wie Paddel, die da hinaus wachsen. Auch das Auge sieht man schon, auch hier. Danach sehen Sie etwa der Embryo in der 7. Woche etwa so groß. Und genau, Sie sehen wirklich, dass der Embryo, der entwickelt sich sehr schnell. Und bis in die 8. Woche am Ende der 8. Woche ist das dann die Ende der Embryonalperiode. Und das bedeutet, ab dort sind eigentlich alle Organe gemacht oder im Platz und müssen eigentlich nur noch wachsen. Genau. Also das da hier wäre die Leber. Man sieht da schon die Leber durchschimmern. Und genau, das da hier unten, das ist die Plazenta. Hier rundherum, das wäre eben die Fruchtblase schlussendlich. Und ab der 9. Woche beginnt dann die Fötalperiode. Also 1. bis 8. Woche nennt man diesen Menschen einen Embryo und ab der 9. Woche ist es dann ein Fötus. Und eben ab jetzt ist es nur noch Wachstum und Reifung. Sie sehen, in der 9. Woche sehen Sie den Kopf mit Augen, die Hände. Das Herz sieht man auch schon, die Leber hier unten. Und die Leber ist eben das wichtigste Blutbildungsorgan mit dem Dottersack eigentlich. Dieser Dottersack, der ist dann später nicht mehr wichtig. In der 10. Woche sehen Sie eben schon, dass Geschlechtsmerkmale angenommen werden, wir haben zum Beispiel hier Penis. Und das Herz schlägt sehr schnell. Und je älter wir werden, desto langsamer schlägt es dann.
Und so sehen etwa die Füße aus in der 10. Woche. Sie sehen, dass die Zehen und alles schon angelegt ist. Alles ist angelegt, der Mensch ist da, muss einfach noch wachsen. Genau, und reagiert auf Berührung. Das Nervensystem ist eigentlich schon recht ausgebaut und schluckt Fruchtwasser. Also schluckt Fruchtwasser und die Nieren scheiden dieses Fruchtwasser wieder aus. Und das ist dann so ein Kreislauf schlussendlich. Trinken das wieder und die Nieren scheiden das wieder aus. Auf der 11. Woche sehen Sie dann die Training der Saugmuskulatur, in dem dieser Fötus schon am Daumen lutscht. Das ist wichtiges Training. Später, in der 12. Woche, sehen Sie immer weiter, die Finger wachsen immer mehr. Das da hier rundherum ist wieder die Eihäute oder die Fruchtwasserhöhle. Das da hier oben ist die Plazenta. In der 13. Woche sehen Sie, das Herz schlägt schon etwa 100 Liter pro Tag. Das ist schon sehr, sehr gewaltig. Und die Extremitäten sind voll ausgebildet. Sind noch mit Knorpel, aber sind schon voll ausgebildet. 16. Woche bei der Frau sind die Eierstöcke schon differenziert und enthalten Primärfollikel, die dann eben schon Meiose machen ein bisschen. Und jenseits der 16. Woche passiert eigentlich nichts mehr Einschneidendes außer dem Wachstum. Genau. Gut. Sie sehen hier, oder hier, das ist ein Frühgeborenes im Brust, also Frühgeboren einfach zum Beispiel 30. Schwangerschaftswoche, die eben sehr hilflos sind. Zum Teil sind da die Organe noch nicht voll ganz groß und perfekt für die Umgebung angepasst und daher muss man die noch im Brutkasten behalten und bei der Geburt eben ist das Baby da. Grundsätzlich eben die Organe sind voll ausgebildet, aber eben wie wir wissen, die Menschen sind nicht so wie zum Beispiel Fluchttiere, die nach der Geburt sofort losrennen können, sondern wir sind sehr hilflos nach der Geburt und sind angewiesen auf die Eltern. Gut, das war so ein kurzer Überblick. Ich hoffe, ich konnte da ein bisschen Klarheit verschaffen, sonst fragen Sie. Und jetzt kommen wir noch zur embryonalen Blutversorgung, das ist auch noch wichtig. Wir haben gesagt, dass eben die Blutversorgung von der Plazenta kommt. Die Mutter bringt Sauerstoff und nährstoffreiches Blut zur Plazenta. Das Blut vermischt sich nicht, das Blut des Föten und das Blut der Mutter vermischt sich nicht. Es findet nur Diffusion statt, die Nährstoffe gehen in das Blut des Föten hinein. Und Sie sehen, das nährstoff- und sauerstoffreiche Blut geht über die Nabelvene, über die Vena umbilicalis geht die über den Nabel hinein. Sie sehen, dass wenn man die Nabelschnur ansieht, dann hat es eine Nabelvene und zwei Nabelarterien. Die zwei Nabelarterien, die kommen von diesen Gefäßen hier, von der Arteria iliaca interna dextra und sinistra. Das sind einfach die zwei großen Gefäße, welche die Beckenorgane versorgt. Und diese Gefäße bringen das sauerstoffarme Blut und das nährstoffarme Blut zurück zur Mutter. Und dieses sauerstoff- und nährstoffreiche Blut in der Nabelvene geht dann zur Leber, wo sie durch die Leber kann, aber auch direkt eine Abkürzung findet. Diese Abkürzung heißt Ductus venosus aranti, das ist dann ein Eigennamen. Und dieses Blut geht dann hier nach oben. Und Sie sehen, dieses Blut war ursprünglich rot, also sauerstoffreich. Und hier von unten her, das sind die Gefäße, die von unten her kommen, vom Darm und von den Extremitäten und von den Beckenorganen. Das ist sauerstoffarm, weil es dort den Sauerstoff abgegeben hat. Und diese Vermischung von Rot und Blau ergibt dann Violett. Dieses Blut ist dann nicht mehr so extrem sauerstoffreich, ist aber noch genügend sauerstoffreich, um die restlichen Organe zu perfundieren und oxygenieren. Sie sehen, dass das Blut dann hier in den rechten Vorhof geht, ins Herz. Und vom rechten Vorhof geht es dann nicht hier hinunter, wie bei normalen Kreislauf, sondern geht direkt in den linken Vorhof, also vom rechten in den linken Vorhof, via ein Loch, das heißt Foramen ovale. Und dieses Foramen ovale, das schließt sich normalerweise nach der Geburt. Wenn sich das nicht schließt,
gibt es gewisse Pathologien, wenn man zum Beispiel eine tiefe Venenthrombose hatte und eine Embolie nach oben spickt. Diese Embolie kann dann in den linken Vorhof und dann ins Hirn hinauf. Das ist dann eine spezielle Form der Embolie. Aber auf das gehe ich jetzt nicht weiter ein. Dieses Blut geht dann hier in den linken Vorhof und in den linken Ventrikel und von dort in die Aorta und dann in diese Gefäße hier, in die supraaortalen Gefäße. Das sind diese Gefäße, welche zum Hirn führen und diese Gefäße, welche zum Arm führen. Es gibt aber hier noch einen anderen Blutfluss, der von oben nach unten kommt, vom Hirn und von den Armen. Dieses Blut geht dann hier nicht direkt ins Foramen ovale hinein, muss hier nach unten in den rechten Ventrikel, geht dann hier über ein spezielles Gefäß. Also das ist dann das Gefäß, was schlussendlich zu den Lungen führt, aber es hat hier wiederum eine Abkürzung, der sogenannte Ductus arteriosus, wo das Blut dann direkt in die Aorta geliefert wird. Und wieso ist das jetzt so wichtig? Sie sehen, dass das Blut von hier, von der Nabelschnur, das ist das sauerstoffreichste, das bleibt relativ sauerstoffreich, geht hier in den linken, ins linke Herz und bleibt sauerstoffreich und versorgt das Hirn. Und das ist ja das Wichtigste, das Hirn. Das sauerstoffarme Blut, das vom Gehirn zurückkommt, das wollen wir nicht unbedingt mischen mit dem Blut, das hier gekommen ist. Und wir transportieren das Blut dann via Ductus arteriosus hierhin. Also nachdem alle diese Gefäße schon abgegangen sind, kommt dieses Blutgefäß hin und versorgt dann noch die unteren Extremitäten, welche nicht so wichtig sind. Daher diesen speziellen Weg dieses Blutes. Und nach der Geburt ist es jetzt so, dass all diese blau umrandeten Strukturen, die gehen zu, damit dann eine normale Blutzirkulation stattfinden kann. Die normale Blutzirkulation ist, das Blut aus der Peripherie kommt in den rechten Vorhof, geht in den rechten Ventrikel, geht in die Lunge, wird oxygeniert, geht zurück in den linken Vorhof, linken Ventrikel und dann geht es in den Körper. Nach der Geburt wird die Lunge entfaltet und durchblutet und dadurch sinkt hier der Druck zu den Lungen. Das heißt, das Blut kann viel einfacher in die Lungen hineinfließen, sodass schlussendlich hier im rechten Herzen ein niedriger Druck herrscht als im linken Herzen und dadurch wird das Foramen ovale geschlossen. Das Foramen ovale, das hat noch so ein Hütchen, welches in den linken Vorhof hineinragt und wenn der Druck hier auf der linken Seite höher ist als auf der rechten Seite, verschließt sich dieses Foramen ovale. Und das verwächst da dann nachher später, sollte verwachsen. Wenn es nicht verwächst, kann es zu Problemen führen. Auch der Ductus arteriosus, also diesen Shunt hier, wird zugemacht und die Nabelarterie geht zu, sowie eben dieser Ductus venosus, also die gehen alle zu. Genau. Und bei der Geburt ist es jetzt so, wenn nach 9 Monaten hat die Geburt drei Phasen. Es gibt drei Phasen: die Eröffnungsphase, die Austreibungsphase und die Nachgeburtsphase. Die erste Phase, die Eröffnungsphase, ist, wenn es zur Erweiterung der Gebärmutter und der Dehnung des Muttermundes führt. Also der Muttermund ist hier, die Gebärmutter wird erweitert, damit das Kind heraus kann. Und dann 30 bis 60 Minuten lang kommt dann die Austreibungsphase, also die Geburt, wie man eigentlich sagt. Und das beginnt dann mit der vollständigen Öffnung des Muttermundes und endet mit der Geburt des Kindes, das dann rauskommt. Aber die Geburt ist nicht ganz fertig. Es gibt noch eine dritte Phase, die Nachgeburtsphase. Das ist dann, wenn die Plazenta noch ausgestoßen wird, etwa 10 bis 30 Minuten danach. Die geht auch noch raus, der sogenannte Mutterkuchen. Die Plazenta, welche hier die Blut- und Nährstoffversorgung des Föten bewerkstelligt hat. Gut, und hier sehen Sie noch so schematisch die Darstellung der Geburt. Das Kind kann nicht einfach gerade hinaus, sondern muss sich ein paar Mal drehen. Und das hat zu tun mit dieser Beckenform. Am Anfang muss das Kind schräg hinein, damit es durch das Becken kommt, also dass der Kopf durch das Becken kommt. Danach muss es sich drehen, dass der Kopf durch den unteren Beckenausgang hinaus kann.
Und dann, wenn der Kopf draußen ist, muss ich das Kind nochmals drehen, damit die Schultern rauskommen können. Und dann kommt es so schräg hinaus. Also einfach nicht schräg, aber einfach auf der Seite hinaus. Also wieder läuft verschiedene Drehungen. Einmal ist es so, dann dreht es sich nach hinten und es muss sich dann wieder auf die Seite drehen, damit es nach außen kommen kann. Sie können das noch durchlesen, wenn Sie wollen. Es gibt auch Videos darüber, wenn auf anderen Kanälen, wo Sie das sehr schön sehen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen einen Einblick gewähren. Es ist sehr viel Stoff, ich weiß. Falls Sie Fragen haben, können Sie mich gerne kontaktieren. Dankeschön.